blöde kleine Fliegen, die die Überhand durch Menge übernehmen. Ja, danke. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Mitnehmen beides. Mitnehmen, mitnehmen. Hier sieht's gut drin aus. Nehmen wir mit. Da war ein Computer hinter mir. Wartungsarbeitsterminal, glaube ich. Ich konnte es gerade nicht zu Ende lesen. Ihr kennt den neuen Vorgang. Ich klick's durch, ihr könnt's bei der Verarbeitung lesen und dann ist alles okidoki. Nein, andersrum. Ich lasse es durchlaufen, wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr es pausieren und ich guck's bei der Verarbeitung durch, weil ihr könnt das ja schlecht. Okay. Nummer 3. Scheint ein wenig länger zu sein. Nummer 4. Ja, ein ganz kurzer. Und wieder ein etwas längerer. Okay, den habe ich schon geplündert. Okay, der ist leer. Danke. Der ist auch leer. Dann gehen wir mal weiter in Richtung Südosten. Arme Sau, was bist du? Polizeiknüppel. Ohne 32er Pistole. Demnach Polizist, aber was macht er mit dem Bargeld? Ich denke mal, ein Polizist ist schon hier unten, was zu bewachen und nicht um Geld zu verdienen. Ja, er verdient schon Geld, aber er kriegt es ja nicht mal auf die Kralle, nur weil er hier unten was bewacht. Hey! Genau so! Vielen Dank, Sharon. Du klaust mir jedes Mal den Kill. Finde ich sehr höflich von dir. Dort hinten geht es nicht weiter. Wir müssen eh nach links. Von daher alles okay. Wir machen den Quicksave. Hier sind Verbündete hinter. Ja. Eine Sekunde, ich versuche sie lauter zu machen. Audio. Radio ist auf ganz laut. Stimme ist auf ganz laut. Ich kann sie nicht lauter machen. Sorry dafür. Ja, egal. Ich suche die Tunnel zu Adams Air Force Base. Sprache 40%. Ich wurde von der Army der Vereinigten Staaten zur Unterstützung abgeordert. Wissenschaft. Sicherheitsparameter überschreiben. Benutzer höchste Stufe, höchste Sicherheitsstufe zuweisen. Ich bin auf der Durchreise. Okay, der Standardspruch. Was spielt das für eine Rolle? Es geht dich gar nichts an, wer ich bin. Ja, wir machen Wissenschaft und reden uns perfekt raus. Bitte um einen Moment Geduld. Überschreibung akzeptiert. Sicherheitsstufe zugewiesen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich würde gerne etwas mehr über diesen Sicherheitsverstoß erfahren. Kannst du den Zug in die Adams Air Force Base reparieren? Was für ein Zug? Ich benötige Informationen über die Adams Air Force Base. Ich möchte, dass alle Sicherheitseinheiten deaktiviert werden. Ich muss noch ein bisschen mehr über dich wissen. Was ist hier intern los? Ich denke, das wird ein bisschen länger dauern. Zu diesem Thema sind Informationen verfügbar. Ich brauche aber genauere Angaben. Okay, ich brauche nähere Einzelheiten. Worum ging es bei dem Verstoß? Das interne visuelle Sensorsystem meldet zahlreiche unbekannte Personen im Bereich des Südosttunnels. Sie beschädigten die Einrichtungen der Metro und verweigerten das Gespräch mit unseren Sicherheitseinheiten. Gemäß Sicherheitsrichtlinie A567-B wurde der Einsatz tödlicher Gewalt genehmigt. Okay, das Geräusch im Hintergrund bitte ignorieren. Kannst du mir mehr über diese unbekannten Personen erzählen? Es tut mir leid, aber mein Sensorsystem in diesem Bereich ist offensichtlich beschädigt. Mein System meldet, dass diese Personen keine Körperwärme ausstrahlen und tödliche Strahlungsmengen abgeben. Coole. Welche Sicherheitseinheiten wurden gegen die Unbekannten hineingeschickt? Dieses System kann eine große Anzahl an
Einheiten des mechanisierten Sicherheitsdienstes steuern. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. 22% dieser Robotereinheiten gegen diesen Verstoß aufgewendet. Okay, was genau haben diese Unbekannten hier drin zerstört? Durch die gewaltsame Entfernung einer Hauptsicherung wurde eines der Hauptnetzrelais der Zuglinie zur Adams Air Force Basis beschädigt. Unsere Hauptwacheinheit verfügt zwar über ein Ersatzteil. Die Reparatur ist aber zu riskant, solange der mutwillige Defekt Okay, ich habe noch eine andere Frage. Kannst du den Zug in die Adams Air Force Base reparieren? Zurzeit können an der Zuglinie zur Adams Air Force Basis keine Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Wenn der Sicherheitsverstoß behoben wurde, kehre ich in den Status Grün zurück und weise die Wacheinheit an, mit den Reparaturarbeiten zu beginnen. Okay, ich benötige Informationen über die Adams Air Force Base. Zu diesem Thema sind Informationen verfügbar. Ja, kennen wir schon. Wie komme ich über die Tunnels in die Basis? Aufgrund eines Sicherheitsverstoßes im Südosttunnel besteht zur Zuglinie in Richtung der Adams Air Force Basis derzeit kein Zugang. Auch die Zuglinie selbst erlitt erheblichen Schaden. Sie kann erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn dieser repariert wurde. Okay, hat irgendjemand anderes die Tunnels zur Basis verwendet? Der letzte registrierte Benutzer der Linie betrat den Zug vor ungefähr 200 Jahren und 8 Monaten. Der Tunnel und das Rollmaterial wurden sofort gesperrt, als die umfangreiche Beschädigung an der Anlage entdeckt wurde. Okay, das ist ja schon ein bisschen her. Wie viel Mann haben die Streitkräfte der Enklave in der Basis? Es tut mir leid, aber der Suchbegriff Enklave führte zu keinem Treffer in meinem Datenspeicher. Okay, das ist nicht sehr informativ. Ich habe noch eine andere Frage. Systeme Ja, kennen wir auch schon. Ich möchte, dass alle Sicherheitseinheiten deaktiviert werden. Okay. Negativ. Alle Sicherheitseinheiten müssen ständig aktiviert sein. Sie wurden von diesem System jedoch als unbedenklich eingestuft und werden keinen Amtshandlungen durch die erwähnten Einheiten ausgesetzt sein. Okay, das ist gut. Ich muss noch ein bisschen mehr über dich wissen. Zu diesem Thema sind... Ja, kennen wir. Was bedeutet dein Name? Margot ist ein Akronym. Es steht für Metro Authority Rapid Governmental Transit System, das schnelle Regierungstransitsystem der Metrobetriebe. Was ist deine Aufgabe hier unten? Meine Hauptfunktion ist die Gewährleistung der Sicherheit des residenziellen Metrosystems und seiner Passagiere. Meine Installation und Aktivierung in der residenziellen Metro erfolgte am 14. April 2065 um exakt 5.20 Uhr. Seit diesem Tag führe ich diese Hauptfunktion äußerst gewissenhaft aus. Weißt du irgendwas über den Krieg vor 200 Jahren? Da mein Kommunikationssystem abgetrennt wurde, weiß ich über die Außenwelt nicht Bescheid. Ich bin mir aber bewusst, dass etwas vorgefallen sein muss. Solange ich meine Funktionen jedoch ausüben kann, bleiben meine Anweisungen unverändert. Ich werde meinen Datenspeicher mit den von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen aktualisieren. Okay, Sie oder beziehungsweise er, der Computer, sagte, es ist ihm bewusst, dass etwas vorgefallen sein muss. Ich würde echt mal gerne seinen Gedankengang dazu sehen. Ich möchte mal wissen, was sich so ein Computer da ausdenkt. Also die KI von ihm. Dann weißt du doch, dass auf der Oberfläche alles weg ist. Diese Information scheint sich mit dem zu decken, was Sie mir eben mitgeteilt haben. Logisches Denken. Das Ereignis hat jedoch keine Auswirkungen auf meine Hauptfunktion. Das erscheint mir bewundernswert, aber wohl kaum notwendig. Wie du willst. Mir erscheint das als